welchem Verständnis von Demokratie spricht denn gerade der Ablauf, der diese Sitzung genommen hat? Zu wenig Geld, zu wenig Mitbestimmung, eine zu teure Mensa. Den Studierenden reicht's. Beim Bildungsstreik haben sie eine Woche lang demonstriert und Forderungen gestellt. Den Auftakt bildete eine Vollversammlung. Hallo? Erstmal cool, dass wieder so viele da sind. Ich glaube, die Wetterbedingungen sind deutlich besser als das letzte Mal. Moment, letztes Mal? Schon Anfang Mai gab es eine Mach-mit-Vollversammlung. In Workshops wurde über die prekären Arbeitsverhältnisse an der Uni diskutiert und die Preiserhöhung in der Mensa kritisiert. Dabei ging es vor allem um die Vernetzung zwischen den Studierenden. Das hat natürlich auch dem Protest jetzt in der Protestwoche guten Zulauf beschert und viele Leute, die auch irgendwie aktiv mitarbeiten wollen, die wir auch unbedingt einbeziehen wollten und nicht nur die üblichen Verdächtigen, die immer auf Vollversammlungen sonst da sind. This time I realized I would have to change my own world. 2 Wochen später ging es dann richtig los. Ich beginne mit Erich Kästner, der mal sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich lade euch ein, dass wir in dieser Woche gemeinsame Proteste machen gegen Entdemokratisierung, Unterfinanzierung auf allen Ebenen im Bildungssystem und dass wir diesen Kampf gemeinsam führen. Lasst uns da heute beginnen. Mit der Aktionswoche schloss sich der AStA Frankfurt dem bundesweiten Bildungsstreik an. Bei einem der Proteste stürmten Studierende das Präsidium auf dem Campus Westend und machten dabei ordentlich Lärm. Und man hat schon gemerkt, dass diese Lärmaufruhr doch das Präsidium oder den Senat sehr verunsichert hat. Für die Senatssitzung hatte die Grüne Hochschulgruppe 21 Anträge eingereicht, doch diese wurden fast ausnahmslos vertagt. Als Begründung sagte Uni-Präsident Werner Müller-Esthal, dass diese Anträge eben mal 3 Tage, mindestens 3 Tage vor Beginn der Einladungsfrist immer abgegeben werden müssen. Und deswegen kann ich diese Anträge nicht zulassen. Und wir wollten hier formal die Anträge stellen. Ich habe am Mittwoch um 5 Uhr die Anträge auch zugesendet. Ich glaube, auch eine Woche würde reichen, dass die Anträge den Menschen zugestellt werden. Leider durfte UTV nur wenige Minuten der Senatssitzung filmen. Meine Damen und Herren, wir hatten im Vorfeld vereinbart, dass eine Senatssitzung öffentlich, hochschulöffentlich, also nicht für Internet öffentlich. Ich bitte die Kameras abzustellen und zu entfernen. In welchem Verständnis von Demokratie spricht denn gerade der Ablauf, der diese Sitzung genommen hat? Die Vizepräsidentin Tanja Brühe versucht zu vermitteln und bietet einen Dialog zwischen Unileitung und Studierenden an. Und möchte deswegen auch gerne in den Diskurs treten und wir tun es an verschiedener Stelle. Unser Angebot, wir reden auch nochmal mit dem Senat, machen eine extra Sitzung, wenn das gewünscht ist. Also aus meiner Sicht war das auf jeden Fall ein voller Erfolg, mit einem Lärmflashmob die Senatssitzung zu besetzen, in Anführungszeichen, oder zu stürmen. Wäre man mit einer zentralen Forderung reingegangen, wie der Semesterbeitrag ist zu hoch oder die Mensapreise sind zu hoch, dann wäre man hier, glaube ich, ein bisschen besser weggekommen. So wirkt es so ein bisschen, als hätte man nur Lärm gemacht. Das war zumindest das, was ich in den Gesichtern der anderen gelesen habe. On Wednesday, everyone was in a hurry and ignored the bleeding guy. Das Aufregerthema seit Semesterbeginn ist die teure Mensa. Der Preis einiger Gerichte ist stark gestiegen. In der Protestwoche fand deshalb ein Flashmob in der Mensa statt. Jeder nahm sich, was er wollte, an der Kasse bezahlten aber alle das Gleiche. Wir zahlen heute einen symbolischen Euro für das Essen. This happened during lunch. Der Protest sollte sich gegen das Studentenwerk und die Landesregierung richten, nicht gegen die Mitarbeiter. Ihnen wurden Blumen überreicht. Cold people. Auch wenn die Mensa-Aktion gut besucht war, die Beteiligung an der Protestwoche war eher mäßig.
Viele Studierende scheinen nicht in Streiklaune gewesen zu sein. Ob der Bildungsstreik seinem Namen noch gerecht wird, zeigt sich im Juni in Wiesbaden. Für den 25. ist dort eine landesweite Demo geplant. All it would take was some determination.